Hallo, es ist wieder bald Weihnachten und deshalb versuchen natürlich verschiedene Leute auf irgendwelchen dubiosen Internetplattformen Geschenke für ihre Familie zu kaufen oder Dinge zu verkaufen, die sie letztes Jahr auf Weihnachten geschenkt bekommen haben, die sie jetzt nicht mehr brauchen. Warum habe ich dafür wieder ein Headset an? Ich brauche das nicht, ich schaue mir nur Bilder an. Ihr wisst ganz genau, was heute wieder für eine Zeit ist in diesem Titel. Ihr seht es auch hier im Video bereits. Ihr wisst ganz genau, was heute los ist. Wir schauen uns wieder eBay Kleinanzeigen an. Let's go, der Hase. So, meine Freunde, die heutige Folge eBay Kleinanzeigen wird in freundlicher Unterstützung präsentiert von niemandem. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. 23 ganze wunderschöne Anzeigen haben wir heute zusammengesammelt. Tobi hat die mir netterweise wieder rausgesucht. Kuss geht raus an dich, Digga. Und ich würde sagen, wir schauen direkt mal rein, was wir hier so drin haben, meine Freunde. Beginnen wir mit dem ersten. Die Stimmung ist angespannt, aber noch nichts verloren. Geht der Preis noch was? Leider nein, ich bin schon 150 drunter. Das bekomme ich neu für 160. Ja, dann würde ich den neuen nehmen, oder nicht? Kann es sein, dass du dumm bist? Ja, Digga. Also, gehandelt wurde da auf jeden Fall ordentlich. Das Ergebnis, sage ich mal, hat uns beide enttäuscht. Reden wir nicht drüber und machen wir einfach direkt weiter. Rosen sind rot. Auf Klo bin ich ein Schwitzer, denn ich benutze ein... Alles klar, Digga. Einen Durchfallerhitzer. Ja, genau das passiert damit an der Stelle dann. Es ist kein Durchlauferhitzer, es ist ein Durchfallerhitzer. Das funktioniert ungefähr so. Wenn du schmeckst, wird quasi deine Schmeck von der Toilette in den Durchfallerhitzer gepumpt. Und ach, was rede ich hier? Das Gerät gibt's nicht. Whiteboard 200 mal 100 cm. Hallo, können Sie mir die Maße des Whiteboards mitteilen? Grüße Kai. Hallo Kai, schau doch mal den Titel, den du angeklickt hast. Kai. Wegen Leuten wie dir, Kai, wegen Leuten wie dir haben wir so viele Menschen, die in Deutschland an Corona leiden. Es ist nicht so schwer, einmal zuzuhören, einmal ein bisschen Acht zu geben und eine Maske anzuziehen. Ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Kai, du hättest einfach... Ich meine, es steht da oben. Kai, was ist mit dir? 6 neue Schrubberbürsten. Ach, die gibt's zu verschenken. 6 neue Schrubberbürsten. Die sind nicht neu. Und ich würde gern ablehnen, weil ich das... Also, ich weiß nicht, was ihr... Ich lehne dankend ab. Samsung Galaxy S8 Plus 64 GB inklusive OVP und Zubehör. Top Zustand. Please. 160, please. No. Ja, Digga, das ist natürlich an der Stelle schade, aber man kann es nicht ändern, Leute. Es ist irgendwie wohl so ein Ding geworden, dass super, super viele Engländer sich auf eBay Kleinanzeigen mittlerweile rumtreiben und versuchen, Sachen in ihr Land verschifft zu bekommen. Leute, so nicht. Ihr könnt nicht einfach aus der EU austreten und dann so tun, als wäre ihr Deutsche. Alter, so läuft das nicht. Ich meine, ich würde euch ja gönnen, aber... Nö. Ich würde dir 9,50 zahlen. Machbar? Antworten gehört sich bei einer Frage. Mit Wiederverkäufern handle ich nicht. Schönen Abend noch. Ich bin Informatiker und Hardware-Tester, aber gut, behalten Sie Ihren Sch*** und dein Leben, du dummes Kind! Und anscheinend ein übelster Choleriker. Nee, wirklich, das ist doch genau das. Also da ist die Stimmung an der Stelle mal umgekippt wie ein Glas Wasser, was ich umgestoßen habe. Absolut toller Vergleich, ich sollte Deutschrapper werden. Er ist Informatiker und Hardware-Tester und scheinbar ein übelster Choleriker. Ja, es tut mir leid an der Stelle. Da wäre vielleicht eine Anti-Aggressionstherapie besser investiert mit 920 Euro für dich, Kollege. Huenhamster hat seine Kinder angegriffen gehabt und ist ehrenlos. Gebissen wurde ich bisher nicht. Wer den Schmutz abholen will, möchte einfach... Digga, das ist so... So stelle ich es mir vor, wenn Kailu bei Monte auf den Teppich pisst und Monte bei Kailu bei eBay Kleinanzeigen reinhaut. Hört erstmal zu, bevor ich drüber lustig mache. Ja, Digga, den Hurenhamster würde ich mir wirklich gerne holen und ins Zimmer stellen. Leider Gottes bin ich, glaube ich, allergisch gegen diesen Hamster. Und ich meine, ganz ehrlich, so ein ehrenloses Stück wenn er seine Kinder angreift, tut mir leid, kein Problem, den nehme ich nicht. Schalthebel zu verschenken. Ich meine, das ist echt nett, aber ohne Gangschalt, also wird eigentlich auf eBay Kleinanzeigen wirklich nur Müll verschenkt? Ich habe zu Tobi gesagt, hey, schau doch mal in die zu verschenken Kategorie. Vielleicht gibt es ja irgendetwas, vielleicht verschenkt dir jemand einen Lamborghini, Gallardo RS oder weiß ich nicht, vielleicht gibt es da irgendwas krass zu holen, aber nein, es ist einfach nur Schrott. Es ist wirklich einfach nur Schrott. Zu verschenken, ne? 4. Nein, danke. Ich werde nächsten Monat 28, damit kann ich nichts anfangen. Trotzdem nettes Angebot. Mach blau, dann ich kauf. Ich will nicht weiß. Dann machst du auch selber blau, zum Beispiel bei einer blauen Hülle für das Handy. Nein, ich will blau! Sorry, das kann ich nicht machen. Warum? Mach blau, dann komm ich Modgam. Wie soll ich das blau machen? Mach diese blau, kommst jetzt! Okay, Bro, also es ist nicht, also ich, es ist, ich, man kann, kauf dir einfach eine Hülle. Guten Abend. Guten Abend. Ah, verkauft dann von C-Max. Ja, perfekt. Da hat auf jeden Fall jemand gelernt, wie eBay Kleinanzeigen als Homepage funktioniert. Arschgeile Nummer. Perfekt, Digga. Kaufe ich mir. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich mir wirklich mal so ein Auto einfach für 700 Euro kaufe und es gegen die Wand fahre, weil ich einfach ein dummes bin und leider Gottes unverdienterweise über den finanziellen Spielraum dazu verfüge, dann lasst jetzt einfach einen Daumen nach oben da und schreibt mir einen Rennfahrer-Revi in die Kommentare. Übrigens, kann mir jemand beantworten, warum Dena jedes Rennen verliert? Apple iPhone 5S 16 GB Gold ohne SIM-Lock. Das iPhone hat so gut wie keine Gebrauchsspuren, Seitencase
ist verbogen. Ohne Frontdisplay. Keine Gebrauchsspuren. Ach so, für 35 Euro, Digga. Mhm, alles klar, Bro. Würde ich mir nehmen, würde ich sofort holen. Die Gebrauchsspuren, also ich meine, keine Gebrauchsspuren und ohne Frontdisplay. Ah, das... Komm, ich nehm zwei. 2000, 3000. Was? Ich kann Zahlen nicht lesen. 200, 300. Okay, du kommst am besten zu mir, dann kannst du schön kassieren. Perfekt, Digga. Perfekt. Dass die Leute immer so angepisst werden. Leute, checkt doch einfach, wenn euch jemand einen höheren Preis anbietet, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt nein, danke. Oder ihr geht mit. Oder ihr haut demjenigen auf die Fresse. Ja gut, die Möglichkeit gibt's natürlich auch noch. Rollstuhl Inline Skater. Gute Qualität. Rollstuhl Inline Skater. Ja, yeah. Rollschuhe Inline Skater. Mhm. Ja, doch. Die würde ich mir holen. Die sehen nicht nur super, super sicher aus. Das sieht auf jeden Fall nach einer Geschichte aus, die man definitiv fahren kann. Vor allen Dingen damit mal in die Halfpipe auf den Zähne. Ach, Digga, natürlich, warum nicht? Ich glaube, da sehe ich mich bei Red Bull demnächst mal ein paar Stunts machen. Biete Mathe-Nachhilfe. Hallo, was für ein Auto möchtest du denn? Mit freundlichen Grüßen. Er bietet Mathe-Nachhilfe und will kein Auto. Wenn du ihm jetzt eins, sag ich mal, gegen die Nachhilfe, also wenn du ihm jetzt angibst, dann, also ich, da würde ich jetzt, aber, also er will eigentlich nur Nachhilfe geben. Zirkelset zu verrenken. Digga, ich glaube, ich hatte einmal das gleiche in der Schule und wisst ihr was, ich habe nie verstanden, wofür dieses Ding da ist. Ich habe das wirklich nur benutzt, um damit andere Kinder zu pieksen, bis ich beim Direktor gesessen habe. Das ist kein Witz. Ich glaube, Moment mal, das ist sogar mein Zirkel-Set und das ist die Badezimmerfliese von meinen Eltern. Mama! Pokémon-Karten von 1995 und 2004. Ein wilder Käufer erscheint. Was letzte Preis? Junge, was willst du? Digga, geh doch mal mit. Check doch mal, dass das eine Pokémon-Referenz ist, Bro. Absolut, absolut unangenehm. Ganz ehrlich, Digga, dir gönne ich diese Karten auf jeden Fall nicht. Gucci Este. Digga, mich würde es nicht wundern. Warum sind hier so Schnitte drin? Warum sind hier so Schnitte drin? Digga, was ist das? An der Stelle, Montana Black, ich sende dir das mal ganz kurz weiter. Vielleicht ist das für dein neues Haus. Ansonsten wird sich auch sicherlich Capital Bra für dieses Ding interessieren. Wirklich sehr, sehr schön. Sieht auch wirklich hochwertig aus und macht überhaupt kein Casino-Feeling oder sowas. Es sieht einfach nur absolut arschgeil aus, Digga. Davon würde ich mir direkt zwei Stück abholen. Guten Tag, ich verkaufe meinen Sohn Musik. Funktioniert alles gut, Kai? Achso, ja nee, 25 Euro für einen Säugling ist mir dann doch ein bisschen zu teuer, tut mir leid, da würde ich dann leider an der Stelle absagen. Verbrannter Nugget, 1 Million Euro. Hi, ich verkaufe meinen verbrannten Chicken Nugget. 1 Million Euro ist ein fairer Preis, lass uns in der Mitte treffen, ich gebe dir 4 Millionen. Heute wurde sowas wie ein Ankaufstest gemacht. Was ist bitte Enterprise? Was? Enterprise, versteht nichts, 2200 geht. Ich werde 6 Stühle verkaufen. Ja, und wie du das wirst. Ich werde 6 Stühle verkaufen. Für 40 Euro Verhandlungsbasis. Ist es eine richtige Drohung, Digga. Aber er wird 6 Stühle verkaufen. Ich sehe zwar hier nur einen und wenn die anderen... Das ist eigentlich ein gutes Ding. Wir sind bei Schweizern. 2000 Schweizer Franken. 205. Es wird teuer für mich. Ich komme aus La Caixa Funds und 200 schrumpfe ich sofort. Schrumpfe den Preis an der Stelle. Und das war's wieder, meine Freunde. 10 Minuten verschwendeter Lebenszeit, die ich hier auf 8 Minuten ganz klassisch habe runterbearbeiten lassen. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und f*** alle in die F***, ihr dumm. Haha, tschüss.